Hallo und herzlich willkommen zurück bei Planet Base. Ja, unsere kleine Basis wird tatsächlich immer größer. Und ich bin schon ziemlich begeistert. Wir schaffen das jetzt mittlerweile, dass wir hier sogar eine Krankenstation haben. Hoho. Also es geht auf alle Fälle super gut voran und... Na, können wir da ein Bettchen... Ja. Da können wir ein Bettchen platzieren. Bedauerlicherweise hatten wir nämlich dann auch in der letzten Episode unseren ersten Verletzten. Hier läuft irgendjemand mit gebrochenen Knochen rum. Da ist er. Da. Der ist es. Der ist quasi die arme Sau. Und ich hoffe, dass, wenn jetzt das Bett gleich hier ist, dass er sich dann sofort aufmacht und sich hinbegibt. Im Anschluss sollte dann hoffentlich ein Mediziner zu ihm kommen und dann dafür sorgen, dass er wieder heile wird und wieder weiterarbeiten kann. Denn mit so einer Verletzung, da kann man ihn ja nicht in die Mine schicken. Wir sind ja keine Sklaventreiber. Die Drama Lama Corporation sorgt sich selbstverständlich sehr um die eigenen Mitarbeiter. Mhm. Ich meine das ernst. Also wir sorgen uns wirklich um die Mitarbeiter. Ich kann das versprechen. Ich bin ja hier der Chef. So, auf alle Fälle dieses neue Konzept, was wir jetzt hier haben mit fette Windturbine, die dann auch nachts durchläuft, scheint unserem Energiespeicher doch ziemlich gut zu tun. Denn... Der verbraucht nur, also der wird nur minimal angezapft nachts. Das heißt, wir könnten jetzt uns aufmachen und noch ein bisschen weiter expandieren. Ist allerdings noch die Frage, in welche Richtung. Hm, das ist tatsächlich die Frage. Und die Ressourcen dafür haben wir eigentlich aktuell gar nicht. Das ist wiederum ein bisschen shitty. Okay, wir schalten mal wieder auf zweifache Geschwindigkeit. Mittlerweile kommt man hier aber auch mit den Sachen gut hinterher. Moment. Langsamer und wir schauen mal nach, was wir denn jetzt für Leute bekommen. Sind das wieder Biologen? Worker. Worker. Und oh, drei Worker. Ja, dann können wir ja drei Stück in die Mine schicken. Ach, das sind schon drei Stück drin? Alter Falter. Da muss ja produziert werden wie sonst was. Das heißt, wir können uns hier noch so ein... Och, das ist ja super, Mann. Dann würde ich sagen, wir bauen hier noch einen Metal Processor. So ein Starch-Teil werden wir aktuell nicht brauchen, denn da kommen wir mit der Produktion noch nicht hinterher. Da müssen wir noch ein paar Sachen hier reinstellen. Wir können ja mal gucken, was recht fix Starch produziert. Schauen wir doch mal nach. Fast Production, High Maintenance und Starchy. Fast Production, High Maintenance und Starchy. Slow Production. Na, dann werden wir irgendwie wohl Reis oder sowas nehmen. Dann machen wir einfach mal noch Reis. Dann könnten wir nämlich eventuell noch so einen Bioplastic-Prozessor machen und ein fettes Lager damit dann aufziehen. Das wäre dann wahrscheinlich auch ein relativ gutes Handelsgut. Eine Sache ist jetzt, ich habe ja aktuell unser Landepad im Endeffekt nur für Kolonisten freigeschaltet. Ich kann das aber auch noch für Handelsschiffe freischalten. Und ich denke, dass ich das sogar tatsächlich noch machen werde. Allerdings ist die Frage, ob ich das jetzt schon in der jetzigen Folge mache. Naja. Wir werden mal wieder auf zweifache Geschwindigkeit gehen und hoffen, dass nichts Schlimmes passiert in der Zwischenzeit. Das Rice-Pad ist auf alle Fälle super. Was sagt eigentlich unser Nahrungsprozessor? Wir kriegen auf alle Fälle sehr viel Pasta. Jetzt könnten wir auch mal nachsehen, wie es unseren Leuten hier geht. Nutrition ist ziemlich gut. Und man scheint hier offensichtlich keine Malnutrition zu bekommen. Also passt alles. Dann haben wir das richtig gemacht. Das wäre jetzt ziemlich das Schlimmste, wenn wir das versemmeln würden. So, wenn wir jetzt eigentlich hier genügend Biologen haben, bauen wir denn das Labor hin? Was? Biodome ist out of order? Wieso das denn? Produzieren wir nicht genügend? Oh, wir produzieren tatsächlich nicht genügend. Wir brauchen noch einen. Immer wenn du halt denkst, hey, yeah, alles läuft, dann tut's das irgendwie doch nicht. Das war eine externe Struktur.
Dann machen wir noch einen Water Extractor. Das kann doch nicht so schwer. Ja, ich weiß ja, dass der Biodome out of water ist. Du musst mich jetzt deshalb nicht so nerven. Ich bemühe mich doch schon. Alter. Können wir das hier irgendwo hinbauen? Okay, noch ein Kolonistenschiff. Ich glaube, wir müssen das langsam abschalten. Ich mache mir da ernsthafte Sorgen, dass wir irgendwie zu viele Leute jetzt zusammenbekommen. Naja gut, dann stellen wir das Ding irgendwo da hinten noch mit hin. Na, da passt das hin. Okay. Kriegen wir es auch da hin irgendwo? Nee. So. Dann hoffe ich, dass die Sache jetzt besser... Ja, ich weiß doch, ich weiß doch. Ich gebe mir doch Mühe. Oh Gott, bitte nicht deshalb sterben. Das wäre ja echt übel. Mir macht das alles Angst. Ja, aber wir kommen mittlerweile zumindest mit dem Bau von allen Sachen hinterher. Das geht doch super. Da ist jetzt aktuell kein Erz eingelagert, weil wir da eher nichts haben. Und was sagt die denn? Die ist voll, hier steht ein Ingenieur rum. Er staut sich hier ein bisschen, ne? Was macht denn der gute Ingenieur da draußen? Der ist jetzt extra rausgekommen, damit er hier die Connection bauen kann. Okay, an der AI muss man definitiv noch ein bisschen was drehen. So, wir sollten jetzt keine Warnung mehr bekommen, dass wir so viel Wasser verbrauchen. Das sollte eigentlich alles passen soweit. Starch haben wir aktuell gar nicht. Bioplastik geht's massiv nach oben, weil wir da halt aktuell nichts nutzen. Ich glaube, wir müssen hier auch noch ein Bett bauen, denn in den Stoßzeiten zur Nacht wird hier bestimmt noch jemand mitschlafen wollen. Dann nutzen wir das doch, wenn wir aktuell sowieso zu viel haben. Na? Bauen wir noch zwei Betten. Dann gibt es hier hoffentlich keine Beschwerden, denn 10 Mann können dann gleichzeitig schlafen. Das sollte dann passen. Wie viele sind wir aktuell eigentlich? Wir sind mittlerweile 20 Mann. Okay, wir bauen vielleicht sogar noch ein Bett mehr. Ich möchte hier am Ende keine Probleme bekommen, dass die Leute sagen, sie sind unausgeschlafen und dann bauen sie irgendwelche Unfälle bei der Arbeit. Das muss wirklich nicht sein. Und Bioplastik haben wir ja aktuell recht gut. Können wir uns das leisten? Und da kommt jetzt wieder ein Kolonistenschiff und wir hatten einen Kolonisten dabei. Halt, 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 bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Mann! Auch noch ein Biologe, okay. Dann könnte es jetzt wirklich an der Zeit sein, ein Labor zu bauen. Genau, wir bauen ein Lab. Wie sieht es eigentlich mit unseren Ersatzteilen aus? Oh, da geht es bergab. Also die müssen wir auch noch bald bauen. Oh Mann. Da können wir Vitromeat nämlich dann anpflanzen. Vitromeat ist so künstlich gezüchtetes Fleisch. Das finde ich klasse. Das würde ich dann auch essen. Da muss dann kein Tier leiden und das finde ich super. Kriegen wir hin, haben wir alles da. Ja, haben wir. Ich meine, wir gewinnen mit unserer Kolonie jetzt sicherlich keinen Schönheitswettbewerb, aber es läuft. Es funktioniert sehr schön. Oh, da ist ein Verletzter. Kommt da eigentlich auch mal ein Arzt? Ja, da kommt ein Arzt und gibt ihm was. Super. Schade, dass man die dann hier nicht so auswählen kann und dann sehen kann, wie sie langsam geheilt werden. Das wäre irgendwie cool. Aber das machen die vielleicht noch. Und guckt euch an. Da geht's ihm wieder gut. Und wen haben wir hier? Unser kleiner Carrier-Bot ist kaputt gegangen. Haben wir schon das nächste Ding gebaut. Super Sache. So. Wir würden jetzt hier drin ganz gerne Folgendes haben. Na? Ein Tissue Synthesizer.
Und noch einen, ne? Komm. Und auch sowas hier, so eine Bank. So. Jetzt mache ich mir aktuell allerdings ein bisschen Sorgen, weil immer mehr Leute kommen. Wir sollten, glaube ich, jetzt mal aktuell das abschalten. So, halt, das war schon wieder falsch. Base Management, genau, Landing Permissions. Ich glaube, ja, wir haben jetzt eigentlich aktuell genügend. Definitiv, wir schalten das mal ab. Jetzt dürfen Händler landen. Ich meine, ein bisschen was haben wir, was wir verticken können. Wir könnten nämlich Medizin verticken oder Medicinal Plants. Und das ist auch was, was ich hier definitiv noch anbauen werde. Noch ein so Ding für Medicinal Plants, denn wir haben ja jetzt auch ein Labor, wo wir das Zeug selbst herstellen können. Und dann gucken wir doch mal. So. Hier wird also, wie gesagt, so künstliches Fleisch hergestellt und da wechseln wir einfach mal schnell. Damit es hier eine gewisse Varietät gibt, dann lagert man das Zeug hier ein und es kann gegessen werden. So sieht es halt einfach aus und die Überbleibsel, die werden wir dann wahrscheinlich verticken. So, was ist jetzt das nächste? Uns werden wahrscheinlich bald die Spares zur Neige gehen. Das bedeutet, dass wir neben der Fabrik auch noch... Was war denn das? Also das Lab haben wir gerade gebaut. Die Factory, glaube ich. Ist das eine Factory? Nee, ist eine Processing Plant. Okay. Wir müssen also dann tatsächlich eine Factory bauen. Dann irre ich mich da nicht. Und in der können wir dann... Hat das jetzt was von uns getroffen? Nee. Wow, das wäre ein Riese gewesen, du. Der hätte uns erwischt. Der, wenn uns erwischt hätte. Nee, hier vorne will ich das nicht mit hinbauen. Das ist ziemlicher Quatsch. Wir bauen das da hinten mit hin. Vielleicht... Ach so, das ist ja... Ja, dann wollen wir nicht so viel Platz verschwenden. Dann machen wir das so. Zack und zack. Was, aber Foodstocks are low? Was? Aber das läuft doch. Kommen wir da echt nicht mehr hinterher? Okay, wir kommen tatsächlich nicht mehr hinterher. Huh? Dann müssen wir erweitern. Dann müssen wir erweitern. Noch einmal Weed. Und wir müssen mal schnell schauen, was wir mit aus diesem ganzen Zeug bauen können. Moment. Also, man geht hier drauf, aufs Fragezeichen und dann hätten wir hier verschiedene Mies. Achso, da steht es ja schon. Was er aus was machen kann. Wir haben aktuell Weed im Angebot. Dann haben wir jetzt auch noch Reis gemacht, mit dem wir dann in Verbindung mit diesem ganzen Zeug auch noch Pasta machen können. Und wir könnten hier Burger auch noch machen, das heißt, oder Mais, wir können mal schauen, was Mais sagt. Entweder machen wir noch einmal Wheat oder Mais. Wir gucken. Nee, Slow wollen wir nicht, dann werden wir doch noch einmal Wheat machen. Nicht, dass unsere Leute hier verhungern, das wäre irgendwie doof. 24 Menschen haben wir mittlerweile, wow. Wow. So, damit hätte ich eigentlich nicht gerechnet, dass wir so schnell jetzt dann doch expandieren. Also 24 Menschen ist schon ziemlich gut. Finde ich zumindest. Da haben wir auch Fleisch. Wundert mich, dass das Fleisch hier nicht direkt hier geliefert wird. Was ist hier? Hier wird definitiv ein Mediziner was basteln. Das ist schon mal gut. Denn das Zeug, ne? Also diese Erste-Hilfe-Kits, die kann man richtig gut verkaufen. Gibt richtig viel Geld bei den Händlern. Und das ist es, was wir unbedingt brauchen. Ansonsten glaube ich, dass wir sogar mal auf vierfache Geschwindigkeit schalten können. Läuft eigentlich alles ganz gut, jetzt mal abgesehen vom Essen.
Wir werden da wohl wahrscheinlich noch einen zweiten Biodom hinbauen müssen. Und ein Händler. Moment. Wir schalten mal auf einfache Geschwindigkeit und gucken, was er uns anzubieten hat. Der hätte jetzt anzubieten GM Tomatoes. Oh Mann, und das ist schon echt günstig, wenn wir halt das Zeug dafür hätten, ne? Also das sind genetisch modifizierte Tomaten, die sind dann super toll. Was hat er denn ansonsten, was wir gebrauchen könnten? Ja, den Trade, den Bot. Wenn wir so einen Bot bekommen, einen Driller-Bot. Wir können mal gucken, was wir da verkaufen können. Nee, das kriegen wir nicht voll. Wir machen einfach Folgendes. Zack. Und dann nehmen wir einfach uns mal die ganzen Coins. Halt. Wie jetzt? Das ist Value 72. Der will noch was haben von uns. Was können wir ihm denn noch geben? Können wir noch ein Starch geben? Ja. Dann machen wir das so, dann handeln wir da einfach mal. Ja, ich möchte halt das Geld haben, denn das ist am Ende einfach toll, wenn du eine Menge Schotter hast. Und wir haben gerade von diesem Erste-Hilfe-Zeug so viel. Das brauchen wir jetzt nicht. Wir müssten uns aber echt tatsächlich darum kümmern, dass wir bald, wir definitiv mehr produzieren können. Damit wir mehr Sachen verkaufen können. Das wäre schon super. Und wieso ist dieses Weed-Zeug noch nicht fertig gebaut? Naja gut, wir schalten mal wieder auf doppelte Geschwindigkeit. So, dann tragen die nämlich jetzt mittlerweile alles raus. Und das ist immer blöd, wenn so ein Handelsschiff kommt und alle rennen dann raus und legen ihre Arbeit nieder. Das ist nicht gut für uns. So, es hat alles bekommen und hebt ab. Ich hoffe, dass der jetzt auf dem Rückweg hier nochmal das Erz mitnimmt. Nee. Wir hätten natürlich auch solche Teile hier verkaufen können. Das wäre auch super gewesen. Aber wir müssen ja auch gleich die Fabrik bauen und dann müssen wir Spares herstellen. Und das wird noch eine Sache. Das wird auf alle Fälle noch eine Sache. So, wir bauen hier einen Spares-Workshop. Da reicht jetzt aktuell tatsächlich mal einer. Was haben wir dafür jetzt eigentlich gebraucht? Ah ja, okay. Ein Metall, davon haben wir ja mehr als genug. Jetzt baut doch mal. Baut doch nochmal die Weed Pads. Wie sieht's denn mit der Nahrung aus? Echt nicht so gut. Ja, wir kriegen schon nur noch Basic Meals, das ist nicht toll. Das kann dann wiederum dazu führen, dass wir dann Leute haben, die Malnutrition bekommen. Oh Mann, ja. Okay. Zwei Sachen haben wir jetzt drin. Zweimal Pasta. Jetzt haben wir aber noch mehr Wheat Pads bekommen, also insofern sollte das jetzt hier mal vorwärts gehen. Wir können nur hoffen, dass die genügend Essen produzieren, ansonsten weiß ich nun aktuell auch nicht, was wir da noch großartig machen können. Und wieso arbeitet hier keiner dran? Haben wir nicht mindestens zwei Ärzte? Was fehlt dem eigentlich? Ach so, dem fehlt das Bioplastik. Ja, wir müssen wirklich wohl noch einen Biodom errichten. Das wird böse. Ja, und dem fehlt auch noch Bioplastik. Also ist da der große Mangel. Gut, dann werden wir gleich mal hier so ein paar Production Limits setzen.
Wo war das denn? Manufacturing Limits. Spares, ich denke, da reichen uns bei der aktuellen Größe 20. Werden wir sowieso nicht erreichen. Medical Supplies, da bauen wir natürlich unbegrenzt, sofern die denn sich da wirklich mal dran machen. Nee, aber da führt echt kein Weg dran vorbei. Wir werden hier noch einen Biodome bauen müssen. Mhm. Okay, wir checken nochmal schnell was ab, was wir mit Reis machen können. Denn Reis produziert recht schnell. Okay, mit Reis können wir Pasta machen, ansonsten nix. Mit dem Wheat können wir halt Burger machen. Ja. Das schaffen wir. Mit Peas können wir dann auch noch Salat machen. Das heißt, wir werden hier wohl auch ein paar Peas dann noch anbauen. Wir bauen einen Biodome, dem irgendwie auch wieder das Bioplastik fehlen will. Noch ein Biodome, okay. Wir wollen aber einen großen Biodome. So einen richtigen Superbrocken. Zack. Und zack. Ja, das wird dauern, bis wir da jetzt genügend Bioplastik für haben. Man kann halt nur hoffen, dass die jetzt ein bisschen schneller produzieren. Denn Starch brauchen wir dringendst. Ein Sandsturm. Ja, und jetzt laufen die natürlich gerade bei diesem Gammelwetter da draußen rum. Nicht so gut. Und der Sandsturm wird jetzt auch dafür sorgen, dass hier Sachen kaputt gehen. Das heißt, all unsere Leute werden dann bald hier rumrennen wie verrückt und werden dann hier Sachen reparieren müssen. Wie tapfer die sind. Ja, man sieht hier, dass also die Gesundheit dann runtergeht, wenn die im Sandsturm unterwegs sind. Das ist nicht so gut. Und sie sind halt unglaublich langsam. Ich hoffe halt, dass es der rechtzeitig zurückschafft. Wir stimmen mal auf schneller, auf vierfach. Also man sieht, sie kommen kaum voran. Das könnte jetzt sein, dass der hier stirbt. Dass der hier verhungert. Weil er einfach zu lang zurück... Oh, der ist jetzt verletzt, der ist auch verletzt. Ja, deshalb... Wir müssen als nächstes die Sicherheitszentrale bauen. Ich sehe es schon kommen. Es führt kein Weg dran vorbei. Aber der Sandsturm ist glücklicherweise vorbei. Yeah. So, wir brauchen eine Sicherheitszentrale, damit wir zukünftig eine Warnung rausgeben können. Dass die Leute doch da bitte draußen nicht rumlaufen. So, wo wollen wir die denn hinbauen? Die könnten wir eigentlich nutzen, um dann hier so langsam uns in die Richtung weiter zu bewegen. Und zack. Ja, das braucht ein bisschen mehr. Hier hätten wir zumindest schon mal das Zeug für den Gang. Das ist super. Aber mit dem Bioplastik, wir kommen einfach nicht hinterher. Ich glaube, wir bauen hier noch so ein Bioplastikteil. Denn aktuell ist die Produktion wieder ein bisschen angesprungen. Dann können wir das doch nutzen. Und die wird ja auch noch besser, also insofern. Das läuft. Super wäre dann hier jetzt eigentlich, wenn wir hier nochmal ein separates Lager hätten. Aber da weiß ich nicht. Da weiß ich nicht. Oh, das ist aber schon ein großes Schiff. Werden wir hier auch noch ein bisschen was mitnehmen, ne? Was hast du für mich dabei? Starch wäre cool. Ohr würde ich jetzt eigentlich auch nehmen. So vielleicht zwei Ohr und eine Menge Starch.
Ich will ihnen eigentlich nicht alles geben, aber aktuell kriegen wir ja sowieso nichts produziert. Weil uns das Bioplastik fehlt. ...87, das heißt, wir können jetzt hier gleich noch ein bisschen Geld dazulegen und dann kriegen wir das. Dann handeln wir hier einfach mal. Das machen wir. Und ich sehe, dass wir schon wieder bei über 25 Minuten sind. Mein Gott! Also, echt, wie die Zeit vergeht, wenn ich Starbase spiele, das ist der Hammer. Ich werde es dann jetzt auch an dieser Stelle dann beenden. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen und ich wünsche euch was. Und ich hoffe, ihr schaut morgen wieder rein. Bis dahin. Und ciao.